Hallo, grüß euch, heute möchte ich euch eine neue Seite im Art-Channel zeigen, und zwar wieder mal ein bisschen eine winterliche Szene. Ihr habt dafür schon ein paar Papiere mit Gelmedium auf den Hintergrund von der Seite geklebt, da habe ich einfach verschiedene Designpapiere und alte Buchseiten verwendet. Als es trocken war, habe ich weitergemacht, und zwar mit einer Schicht Gesso. Ich möchte das Ganze einfach ein bisschen abtönen, also das soll jetzt nicht die Macht übernehmen, sondern einfach bloß ein bisschen im Hintergrund sei. An manchen Stellen verwende ich so ein Babyfeuchttuch, um ein bisschen was von dem Papier im Hintergrund zurückzubringen. Wenn das Ganze trocken ist, dann gestalte ich die Szene, und zwar verwende ich Stempel vom Coming Home Stempelset. Ich verwende die Stempel ganz einfach ohne Montage und klebe die mit einem Klebestick auf meinen Acrylblock auf. Ich werde öfters gefragt, wie ich das mit den Stempeln mache, und ich verwende die meistens einfach so. Ich habe früher alle Stempel mit Easy Mount montiert, bin damit aber nicht so glücklich, weil das halt mit der Zeit einfach nicht mehr am Acrylblock haftet. Ich muss aber dazu sagen, ich bin jetzt auch nicht sehr vorsichtig, was jetzt die Sauberkeit angeht von dem Easy Mount. Also das ist schon öfters mal ein bisschen mit Stempelfarbe in Berührung gekommen, und das mag der Grund sein, warum das nicht mehr so gut hält. Ich finde, mit Kleber funktioniert es am besten. Was bei unseren Stempel auch gut funktioniert, ist, wenn man die abwischt feucht und auch den Acrylblock sauber macht. Und das beides noch ganz leicht feucht ist, dann kann man die einfach da drauf da und die halten von selber. Aber ich bin ja meistens zu faul, dass ich das alles sauber wische, und deswegen verwende ich auch meistens den Klebestick. Die einzigen Stempel, die ich noch mit Easy Mount montiere, das sind große Hintergrundstempel oder Bordürenstempel, einfach damit die mehr Stabilität kriegen und ich die ohne Acrylblock verwenden kann. Also ich nehme die meistens einfach so her, weil ich die oft im Art Journal einfach als Textur verwende. Zum Stempeln verwende ich Archival Ink, weil ich nachher das Ganze noch kolorieren möchte, und da muss es natürlich permanent sein. Wenn ihr direkt auf die Seite Stempels und Gurte abdrücke wollt, dann ist schon wichtig, dass die Seite sehr glatt ist, dass da auf die Seiten dahinter einfach nichts Unebenes ist, damit man gut stempeln kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann da die empfehlen, das einfach auf so im Seitenpapier zu stempeln oder auf eine Serviette und das dann mit Gelmedium aufzukleben. Man muss auch bei so einem Journal immer ein bisschen aufpassen, beim Stempeln, wo man den Acrylblock hat, weil mir passiert es jetzt so, dass das genau an der Kante war von der Seite, und dann ist der Stempelabdruck einfach nichts Gescheites geworden. Ich stempel den dann einfach nur mal drüber, und da habe ich eigentlich einigermaßen Glück, dass ich diesen Abdruck nur mal genau triff. Bevor ich mit der Farbe drauf gehe, möchte ich nur im Hintergrund ein paar Sterne embossen. Dafür verwende ich die Sternenstempel. Ich glaube, die sind vom Celestial Set. Kann sein, dass sie da dabei sind. Ich weiß jetzt nicht. Ich werde auf jeden Fall alle Stempelsets verlinken in der Videobeschreibung. Ich stempel das mit Rosamark Ink und emboss das hernach mit so einem blauen Schimmer Glitter Embossing Pulver von Wow. Ebenso verlinkt unten in der Videobeschreibung findet ihr meinen Blogpost wie immer, und da könnt ihr euch ein paar Fotos von der Seite anschauen. Ich stempel mal jetzt nur eine Straße oder eine Art Boden hier, weil ich finde, die Häuser schweben sonst so in der Luft. Einfach damit die so ein bisschen eine Basis haben. Und dafür verwende ich einfach ein paar Mixed-Media-Stempel.
kolorieren tue das Ganze jetzt mit den Neocolor Crayons. Die sind wasserlöslich und dazu male ich die einfach auf meine Glasplatte und verwende dann einen Pinsel, um die Seite zu kolorieren. Selbstverständlich könnt ihr jedes andere Medium dafür auch hernehmen, also jeden anderen wasserlöslichen Crayon. Ihr könnt es mit Aquarellfarben machen. Ganz toll funktionieren bestimmt also Aquamarker. Ich glaube, man kann sogar mit Alkoholmarkern kolorieren. Da muss man halt eine Stempelfarbe nehmen, die alkoholfest ist, also Memento oder sowas. Und ich denke, durch diese Schichten drunter, also das Gelmedium und den Gesso, werden die wahrscheinlich gar nicht durchbluten. Ich mache die Geschwindigkeit jetzt ein bisschen schneller, weil es sonst einfach zu lang dauert. Ich koloriere das einfach so ein bisschen nach Gefühl und überhaupt nicht genau, sondern eher ein bisschen lebendiger und vielleicht ein bisschen unrealistisch. Aber ich mag das Verspielte eigentlich recht gern. Die Sterne, die ich vorher embossed habe, die sind jetzt quasi wasserfest und deswegen kommen die jetzt richtig toll raus, wenn man den Hintergrund mit einem Dunkelblau koloriert.
Ihr möchtet einen Mond auf die Seite kleben, da verwende ich das Night and Day Stempelset. Den Stempel, den gibt es auch im Celestial Stempelset dabei. Und ich koloriere den auch einfach mit den Neo Color Crayons und schneide den dann aus und klebe den auf die Seite. Zum Abschluss braucht es natürlich nur ein paar Schneeflocken und dafür verwende ich weiße flüssige Aquarellfarbe. Und ich spritze einfach auf meine Seite und dann setze ich außerdem noch ein paar Akzente damit. Am Schluss habe ich nur den Titel in die Ecke gestempelt und dann ist die Seite auch schon fertig. Ich hoffe, euch hat mein Video heute gefallen und dann hoffe ich, wir sehen uns nächstes Mal. Habt einen schönen Sonntag. Pfiat euch!